Ich begrüße euch zu einer Folge Dragon Quest 9 Hüter des Himmels. Wir sind hier auf der irgendwas Grabsteppe. Ich habe gerade den Namen vergessen. Und gucken uns jetzt hier mal ein bisschen weiter um. Besser um. Wir waren im letzten Part. Beziehungsweise sind wir im letzten Part hier angekommen. Und waren dann in einem Bereich hier weiter unten. Und ja, heute gucken wir uns mal hier auf der Ebene um und gehen auch in das Dorf rein, was wir gerade eben sehen konnten auf der Karte. Und gucken mal, was da für Leute leben und bla bla bla. Der typische Stuff halt. So. Jetzt leben noch zwei von euch. Das ist ziemlich... ich kann wieder nicht zählen. Drei von euch. So. Das ist ziemlich uncool, weil ich noch eine Runde brauchen werde, bis sie tot sind. Aber gut. Dann ist es halt so. Es sind neue Gegner und die müssen gezeigt werden. Beziehungsweise auch alte Gegner umgefärbt, glaube ich. Oder ich weiß gerade gar nicht. Aber ich glaube, solche gab es schon mal. Ich glaube schon. Naja, was soll's. So. Oh, die geben gute Erfahrungspunkte. Wie es aussieht. So. Genau, gucken wir uns mal hier um. Was ist das hier? Reifenspuren? Ah, ne, die waren das, die wir schon kennen, genau. Die kennen wir schon, die Rammböcke aus, dem Gebiet, wo Schloss Schicksal war. Da gab es die in Gelb, glaube ich. Und diese Felsen da, das sind auch ganz typische Dragon Quest Gegner. Die... Facebomber, genau. Die kennt man auch aus ganz, ganz, ganz vielen Spielen. Hatten wir auch schon mal, bloß umgefärbt irgendwie. Wieso immer man mit der zweiten Version quasi anfängt. Und das wollte ich gerade sagen, die können sich selbst in Luft sprengen. Und das ist das Krasse an denen. Genau wie die Bomber aus Final Fantasy quasi. Ja. Ich weiß aber gerade nicht, ob die Bomber quasi nachgemacht wurden oder ob die Bomber nachgemacht haben. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß halt nicht, wann die, wie ich das erste Mal vorkam in Dragon Quest. Die Bomber kamen jedenfalls das erste Mal in Teil 2 vor, aber explodieren konnten die, glaube ich, erst ab 4. Zumindest sind die in 2 bei mir nie explodiert und in 3, glaube ich, auch nicht. Deswegen denke ich mal, dass die Explosionsfähigkeit erst später dazu kam. So. Genau. Ich würde sagen... Oh, die Dampf trotzdem ist schon tot, okay. Ich gehe gleich erstmal in das Dorf und... Ja, klau mir jetzt den MP. Und guck mir die Orbe später vielleicht an. Weil... ja, ich kaum mehr MP habe mit Fabi und weil sofort heißt. Das ist so das Ding. Ich will nur mal gucken, was hier bei diesen komischen... Gebiet auf der Karte ist, und dann gehe ich ins Dorf rein. Ach, das sind einfach Felsen, okay. Aber hier ist noch was. Klopkäppchen, okay. Das sind auf jeden Fall Pilze, würde ich jetzt mal sagen. Die wir eventuell noch bei irgendwem abgeben können mit einer Quest oder so. Kann alles sein. Wer weiß. Kann ja alles noch später kommen. Oh, guck mal. Sehr schön. Da sind auch noch die beiden neuen Gegner, die ich hier noch nicht besiegt habe. Die Affen und die Pickasse. Kennen wir beide schon. Die Pickasse aus dem Schneegebiet und die Gibonze kennen wir auch schon. Gibt es auch in Dragon Quest 2, glaube ich, die ganz normalen Gibonze. Ob sie pinken auch gibt, weiß ich gar nicht. Aber in 2 gibt es definitiv die normalen Gibonze. Ich dachte halt damals, als ich neu gespielt habe, die Gibonzen wären komplett neue Gegner. Aber den waren nicht so. Die gab es schon mal in 2. Hat mich dann voll verwundert, die in 2 zu sehen, als ich jetzt mal, Let's Play gesehen habe, 2. 2 habe ich nicht selbst gespielt, genau wie... Okay, 1 habe ich selbst gespielt, aber nie fertig durchgespielt. Aber kommt noch irgendwann ein Let's Play. Aber die alten Teile sind halt alle noch so ein bisschen träge und alles sowas. 1 und 2 zumindest. Wie es bei 3 ist, weiß ich nicht. Aber da es auch ein Berufssystem hat, wird 3 wahrscheinlich noch cooler sein. Vor allem ist 3 auch ein sehr... gefeierter Teil der Fans, deswegen wird 3 schon ziemlich cool sein. So, hi.
Euch haben meine Augen noch nie zuvor geblickt. Eure Füße haben euch zur Siedlung Batzoi getragen. Ihr seid weite Wege gereist. Sicher seid ihr gekommen, um Saranzazral aufzusuchen. Erinnert mich an den Typen aus Zelda, Sahasrala, wie der Typ hieß. Aus Link to the Past. Okay, erstmal ganz wichtig, Waffenladen, Rüstungsladen. Da waren wir jetzt, ja, haben in dem von der Schweinspickerschule gar nichts gekauft, weil es da halt doch kaum Stuff gab, der mich interessiert hat, aber ich muss jetzt hier was kaufen, definitiv. So. Was gibt's hier Schönes? Wir haben auch viel Geld, das ist ziemlich cool. Räuberklinge. Ja, ich denke mal, ich nehme definitiv das Valkyrenschwert. Ah, ich habe ja auch hier zwei viel coolere Dings. So, Blitzstab wäre wohl eine Möglichkeit. Kampfaxt habe ich schon. Guck mal, neuer Bumerang. Den kann ich noch kaufen. Oh, Flitzebogen, der wäre viel besser. Der wäre halt noch besser als... Eventuell sollte ich mal anfangen, auf die Bögen zu trainieren. Aber auf jeden Fall kaufe ich erstmal das Valkyrenschwert. Einmal. So, ja. Benny, so, wundervoll. Dann kaufe ich dem Blitzstab. So, und zwar für Fabi. Den brauche ich, den ich... Das sind halt nur ein paar Punkte, deswegen... Denke ich, und den Flitzbogen kaufe ich auch einfach mal. So. Ja. Ich denke mal nicht, dass ich Marvin so dem machen werde, der mit Bogen Bögen kämpft. Eventuell doch. Wenn ich irgendwann noch die Bogenfähigkeit bei mir aufrüste. Aber auf jeden Fall werde ich definitiv einen mit Bogen haben, irgendwann mal. Guck mal, ein neues Schild. Okay. Das hier kaufe ich definitiv erstmal für Marvin. So. Ja, Marvin. Aber das wird auch sehr viel senken. Nein, dann will ich es nicht ausrüsten, ganz ehrlich. Weil magische Medizin ist mir relativ wichtig eigentlich bei ihm. Ja, wobei ich glaube, ich rüste es doch aus. So. Dann kaufe ich die hier ein paar mal, würde ich sagen. Die Pelzbeste. Wenn die schon so gut für alle ist. Zweimal erstmal. Ja. Einmal für Marvin. Und für Fabi. So. Dann kann Benny gleich den anderen Dings bekommen. Eventuell. Die hier. So, ja. Ausfall ist mir egal. Ausfallchance ist mir egal. So, und dann würde ich sagen, jetzt habe ich aber kaum mehr Geld. Kaufe ich ein Flammenschild für den guten Kev. So, wundervoll. Jetzt habe ich eh kein Geld mehr. So. Ausrüsten. Ich gebe ihnen erstmal diesen Tub da, den ich gekauft habe. Das hier. Es sind die magischen Medizin nur um 5 kommen. Das kann man schon verkraften. Jetzt sieht er halt aus wie so ein richtiger wie so ein richtiger Waldläufer. Außer die Hose, die passt nicht zu ihm. So, dann kann das Schild hier. Moment. Das ist für dich besser. Bekommst du das? Dann bekommt Benny das hier. So. Und dann für Benny noch.
Das hier, guck mal. Sehr schön. Oh, das wär noch besser. Das wäre für dich besser. Ausweichchance auf 3. Ich gehe es mal dir am besten einfach. Dass mal ein paar mehr Leute was Cooles bekommen. So, wundervoll. Damit wäre ich schon mal schön ausgerüstet. Jetzt, ich habe ein schönes neues Team, quasi. So, dann erstmal ins Inn rein. Das ist ganz wichtig. Einmal schön pennen. Ich denke mal, man sieht schon, dass das hier so ein Indianerdorf quasi ist. Finde ich auch ziemlich cool. Auch der Name Bazurek ist halt auch so ein bisschen indianermäßig. Und auch die Leute reden sehr indianermäßig, finde ich. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. So. Welche Level habe ich eigentlich? Das sieht alles schon ziemlich cool aus, finde ich. Die Level. Kann sich sehen lassen. Hallo. In der Zeit sucht eine geheimnisvolle Bestie unserer Siedlung heim. Sie hat keine Augen für Tiere oder unser Volk. Sie ist nur an unserem Häuptling interessiert. Alles klar. Eine Frau vielleicht, eine seltsame Bestie. Haha, witzig. Nein, Spaß. Sarantatada nutzt ihre geheimnisvollen Mächte, um die Krankheit dieses Lammes zu heilen. Doch nun ist es voller Furcht und keiner weiß, wovor er sich fürchtet. Mich plagen Zweifel. Ist Sarantasrala in Wirklichkeit ein Wolf im Schafspelz? Wer weiß, kann sein. Werden wir bestimmt noch rausfinden. Im Laufe unseres Abenteuers hier. Ich könnte euch ja jetzt spoilern. Zumindest, wenn ich weiß, wer Sarantasrala ist. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Wenn ja, dann weiß ich, ob es ein Wolf im Schafspelz ist. So. Figuren sind sehr schön. Bazurek. Ja, genau. Der Sohn hieß irgendwie so ähnlich wie das Dorf hier. Bazurek und Bazurek. Interessant. So. Was haben wir hier Schönes? Wahrscheinlich, das hier... Nee, das ist bestimmt nicht die Hütte des Häuptlings. Die ist aus oben wahrscheinlich. Was haben wir hier Schönes? Ah, doch, ist es, okay. Das hier ist nämlich Bazurek. Nee, egal. Ihr seid von jenseits des Meeres gekommen. Ich heiße Bazurek. Ich bin der Sohn unseres Stammesführers, Batkan. Ihr habt gesehen... wir sind ein ruhiges Volk und haben wenig, was uns ablenkt. Hier werdet ihr euch gut erholen. Das ist sehr schön. Bazurek ist schwach. Als er klein war, weinte er ganze Tränenflüsse, wenn seine Mutter von seiner Seite wich. Nun, als seine Mutter nicht mehr lebt, glaube ich, dass in seinem Herzen große Einsamkeit herrscht. Ja. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Traurig, traurig. So, jetzt gehe ich mal kurz hier rein. Hier ist die Kirche und der Kramladen, okay. Eine interessante Kombination. So, alles klar. Ja, ich weiß, die Ebenen sind echt ziemlich groß. Sah auch vorhin schon ziemlich groß aus. Zauberwasser kann ich... Okay, haben wir noch einen Beutel 7. Das passt, denke ich mal. So, halte ich hier noch kurz speichern. Yo, wir sind Reisender, stimmt's? Oh, Junge. Das ist, eine sehr spannende Interpretation des Priesters hier. Yo, Digga, ich bin hier ein Priester und ich speichere mal das Spiel. Alles easy, Digga. Hab's aufgezeichnet, Digga. Ja, wollen wir. Ach, Junge. Ach ja, The Frank ist super. Für solche kleinen Dinge. Ach ja. Habe ich mit dir schon geredet? Ach ja, genau, habe ich. Nee, habe ich nicht. Egal, was auch immer. War ich hier schon drin? Ich glaube auch nicht, oder? Nein, war ich nicht.
So, alte Frau, bevor ich mit dir rede, mach ich erstmal alles kaputt und raub dich aus. Sondern dann können wir jetzt reden. Die Frau mit dem Namen. Ah ja, okay. Gut, dann weiß ich, ob sie wirklich ein Wolfschen Schafspelz ist. Die Frau mit dem Namen Saranzatral heilt Verletzungen mit ihren seltsamen Kräften. Aber diese Kräfte bietet sie nur jenen an, die ihren Befehlen bedingungslos Folge leisten. Jeder glaubt, sie sei eine große Hilfe für unseren Stamm, aber ich vertraue ihr nicht. Diese Frau ist sehr verdächtig. Ja, werden wir ja sehen, ob sie wirklich so verdächtig ist. Der Wind führt uns noch ans Traum eines Tages in unser Lager und seither lebt sie in unserer Mitte. Sie ist von großer Schönheit und besitzt viele geheimnisvolle Kräfte. Ja. Euer Gesicht ist in meinen Augen unbekannt. Euer kommt von jenseits des Meeres. Ihr sonderbar. Ist nicht sonderbar. Du bist sonderbar. Genau. Die habe ich gegeben. So. Erstmal will ich draußen einen Typen noch gehen, der hier steht. Du bist die Urte unseres Stammesführers Batkan. Als Jurte bezeichnen wir unsere Heime. Wir errichten unsere Jurten überall auf der Ebene und leben in ihnen. Okay. Also bisher habe ich nur die Jurten in diesem Dorf hier gesehen. So. Das hier ist Santasralla. Ihr seid von jenseits des Meeres gekommen. Ihr wollt unser Diener werden. Haha, wir werden euch nicht zu hart rannehmen. Alles klar. Und hier ist Batkan. Ich bin der Stammeshäuptling Batkan. Ihr müsst Besucher aus dem Land jenseits des Meeres sein. Faszinierend. Eine faszinierende Persönlichkeit. Seid gegrüßt. Ich bin Saranzatral. Wie ist euer Name? Ah, ihr heißt Marvin. Und was führt euch in diese Ebene, Marvin? Dieser Versuch nach einer Frucht, die hell leuchtet? Ich habe von sowas noch nie gehört. Ach komm, du lügst doch. Was ist mit euch, Saranzat? Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Es sieht euch gar nicht ähnlich zu reagieren. Hat dieser achtlose Reisende euch beleidigt? Das Gespräch ist beendet. Wir wissen nichts von einer solchen Frucht. Jetzt geht's. Bitte entschuldigt, aber der Häuptling ist äußerst beschäftigt. Vielleicht schaut ihr einfach ein anderes Mal wieder vorbei. Das ist der Sohn. Vater, du hast mich herbeigerufen. Dein Mangel an Pünktlichkeit bringt Schande über deinen Vater, Pazurik. Wo warst du? Verzeiht mir, ich habe nachgedacht und darüber wurde die Zeit vergessen. Es ist gut, dass du derlei Überlegungen anstellst. Für einen zukünftigen Häuptling sieht es erziehen, bis sich die Dinge reiflich zu erwägen. Ich danke euch, Saranzatral. Nur ihr richtet euch gütigen Worte an mich. Wie dem auch sei, Pazurik. Ich war es, der dich herbeigerufen hat. Du weißt sicher von der Bestie, die versucht hat, mir zu schaden. Ich möchte, dass du sie jagst und vernichtest. Du bist der Sohn einer Stammeshäuptling und somit genau der Richtige für solche Aufgaben. Natürlich, Vater. Ich werde deine Ehre verteidigen und die Bestie jagen, so wie du es mir auch vertragen hast. Aber eine solche Aufgabe erfordert eine gute Vorbereitung. Gib mir etwas Zeit, bevor ich aufbreche. Schnell, kommt her! Ich lärm. Irgendwann geht da draußen nicht mit rechten Dingen zu. Ah, die Bestie kommt! Nein, nicht schon wieder. Du bist ein entsetzlicher Monster. Bist du bei Pazurik? Die Zeit ist gekommen, unseren Feind zu vernichten. Ich muss also wirklich gegen diese Bestie kämpfen. Aber ich kann nicht. Ich bin nicht stark genug. Ach, so ein Idiot. Nicht stark war nicht mutig genug. So sei es also. Wenn mein Sohn so schwach ist, kümmere ich mich selbst um die Bestie. Das geht nicht gut aus. Wartet, Batkan. Wenn er zu Schaden kommt, wer wird denn unseren Stamm anführen? Marvin, ihr scheint stark und mutig zu sein. Ihr könnt dieses Monster auch besiegen, nicht wahr? Werdet ihr den Stammeshäuptling vertreten? Ja. Wir sind euch sehr dankbar. Und jetzt geht los, bekämpft die Bestie. Kein Problem, machen wir mal ganz schnell. So. Ich komme auf euch zu. Was machst du denn hier? Du kommst davon. Du bist doch in der Nähe der alles Abteil zu Hause. Was machst du hier? Verschwende den Weg. Wow.
Hi. Was ist das jetzt? Der Reis an die Bestie verscheucht. Unglaublich, nur Sans hat total Besitz durch eine Macht. Seht nur, seht, wie die Bestie davonläuft. Es ist halt sehr mutig. Obwohl ich mir wünschen würde, dass er sich auf seine eigene Macht verlassen könnte. Fürchtet euch nicht, Bazurik. Es ist vorbei. Ihr seid in Sicherheit. Verzeih mir, Vater. Ich bin ein Feigling. Ich habe dich enttäuscht. Bazurik, eines Tages wirst du diesen Stamm anführen. Wie willst du das schaffen, wenn du solch eine Angst hast? Du hast recht, Vater. Keine Ausflüchte mehr. Ich wollte ja kämpfen, aber mein Körper hat mich im Stich gelassen. Da möchte ich dir noch eine Chance geben, Bazurik. Eine Chance, damit dein Geist über deinen Körper triumphierst. Aber Vater, ich kann nicht. Männer, bringt meinen willen schwachen Sohn fort und macht aus ihm den Jäger, der er nicht sein will. So, nicht richtig. Nein, fass mich nicht an! Hilfe, haltet sie auf! Saranzatzral! Da! Dieser Name! Das geht gar nicht klar. Wenn ich mir das nächste Stammesoberhaupt vorstelle, kann ich nachts vor lauter Sorge nicht schlafen. Aber er ist ein guter Junge, der mir sehr am Herzen liegt. Ich ertrage es nicht, ihn zu enttäuschen. Verzeih uns, Marvin, das war ein sehr unehrenhafter Vorfall. Das war mein Sohn, Bazurik. Mein Stamm wird wie eine Herde ohne Hürde sein, wenn er die Führung übernimmt. Aber wer hoch bauen will, muss tief graben. Es ist meine Pflicht als Vater, ihm Vertrauen zu schenken. Aber wie? Ich habe eine Idee. Ihr erwähnt, dass ihr eine Frucht finden wollt, die hell leuchtet, nicht wahr? Dann helft uns beim Kampf gegen die Bestie. Allerdings müsst ihr Bazurik den letzten Schlag tun lassen. Erfülle diese Aufgabe, werden wir euch helfen, die Frucht zu finden. Wir wollen ja nicht, dass euch etwas zustößt. So sei es. Wenn Saran Satzrei für den richtigen Weg hält, habe ich vollstes Vertrauen. Mein Sohn bereitet sich bei einem Jurten nördlich des Dorfes vor. Geht zu ihm und leiht ihm eure Macht. Okay, ich würde sagen, da gehen wir am nächsten Part hin, zu den Jurten im Norden des Dorfes. Dort werden wir dann, ja, Bazurik treffen, also keine Ahnung. Bis dann und ciao, euer Vero. Tschüss.